Ja, servus Leute. In dem heutigen Video mache ich mal einen völlig unseriösen, nicht wissenschaftlichen, nur der Unterhaltung dienenden Vergleich. Das geht doch nicht! Das heißt also, bitte regt euch nicht auf in den Kommentaren. Das ist eigentlich nur für mich, weil ich mal wissen wollte, wie groß ist eigentlich der Unterschied, was die Beschleunigung angeht, zwischen meinem alten BMW 435D mit 313 PS und maximalem Drehmoment von 630 Newtonmeter und meinem Hyundai Kona Elektro mit 204 PS und 395 Newtonmeter Drehmoment, was aber natürlich die ganze Zeit anliegt, während es beim BMW ja erst aufgebaut werden muss. Und da der Kona doch recht ordentlich zieht, zumindest vom Gefühl her, wollte ich jetzt mal wissen, wie groß ist der Unterschied eigentlich tatsächlich in der Realität? Und jetzt werden einige von euch sich fragen, warum mache ich den Test von 80 bis 170? Ein Grund ist dieser. Der Kona bringt die Leistung schlicht und einfach nicht auf die Straße. Mit dem Frontantrieb ist er von der Leistung total überfordert. Die Vorderräder scharen bis 60, 70 und suchen nach Grip. Und deshalb habe ich mir gedacht, 80 bis 120 bis 170, das ist so ein ganz guter Vergleich. Ist ja in der Praxis das am relevantesten, zumindest 80 bis 120, wenn man mal auf der Landstraße überholen will. Das heißt, das schauen wir uns jetzt in diesem Video mal an. Ja, das war dann also mein Vergleich zwischen dem Hyundai Kona Elektro und dem BMW 435D, was die Beschleunigung angeht. Ich muss sagen, der Unterschied ist doch deutlich größer, als das Gefühl bei mir angekommen ist, weil der Kona halt wirklich richtig gut zieht. Aber man muss sagen, ja, so ein Verbrennerdiesel mit ordentlich Bums, das ist schon was anderes. Keine Frage, hat natürlich auch viel mehr Leistung, hat viel mehr gekostet, viel größeres Auto, Allrad noch dazu. Ist vom Vergleich ja eigentlich nicht zulässig, muss ich ganz klar sagen. Das war nur mal für mich, um festzustellen, wie gut geht denn der Kona im Vergleich zum BMW. Und ich muss sagen, ich glaube, ich muss mir bei Gelegenheit dann doch mal das Tesla Model 3 in der Performance-Version angucken, weil ich glaube, ich bin doch eher ein Kandidat für das Auto. Oder wenn von VW eine entsprechende GTI-Version von dem ID. Neo kommt, dann muss ich sagen, dann werde ich mir mal überlegen, ob ich den Kona weiter behalte, obwohl ich mit dem Auto top zufrieden bin. Aber jetzt, dieser Test hat mir doch gezeigt, ja, es könnte noch ein bisschen besser gehen. Ja, das soll es fürs heutige Video gewesen sein. Ich weiß, es gibt wieder viel Diskussionsstoff in den Kommentaren, weil der Vergleich halt völlig unzulässig ist. Also tobt euch aus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und im besten Fall vielleicht sogar ein Abo.